Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, es geht direkt weiter. Ups. Müssen wir so machen. Ich hole den Weizenschrot ab. Dass wir den wegbringen können. Und ja, tut mir leid, dass es gerade ein bisschen laut ist. Ich sag schon wieder vielen Dank für. Gut, das war alles. Für die ganzen Däumchen und Kommentare. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass es so gut ankam. Auch das Update-Video der neuen Version von der Beta. Und, ja. Wir werden heute mal anfangen mit Schweinefutter produzieren. Und entweder die Schweine schon holen oder den Schrebergarten anfangen oder die Kartoffeln voll einfahren. Das sind noch zwei Bahnen. Ich habe ein, zwei Sachen vor der Aufnahme schon erledigt, wie zum Beispiel, ich habe schon Dünger geholt für die für den Schrebergarten und die erste Ladung auch schon reingefahren. Eigentlich wollte ich es ja an der Stelle lagern, ich bin aber zu nah an den Trigger. Alter. Zu nah an den Triggern dann gefahren und deswegen, ja, wie soll ich sagen, haben schon ein paar Felder. Ja. Schon Dünger. Aber ja, mein Gott. Ist halt so jetzt. Kann man machen, nix. Ist so. So. Aber ich denke, das dürfte nicht funktionieren. Das haben wir gleich mit den Kartoffeln getestet. Kornschieber. Ansonsten müssen wir es halt jetzt Silo fahren lassen. Okay, wir fahren es in Silo. Das ist einfach einfacher. Könnten es bestimmt noch mit einem Förderband machen. Wäre bestimmt auch nicht blöd, aber naja, was willst du machen? Das darf ich hier auch abkippen. Ja, sehr schön. Es wäre schön, wenn die Animation einfach auch tiefer gehen würde, ne? Also ist Jammern auf hohem Niveau. Also richtiges Jammern auf hohem Niveau. So. Okay, dann stellen wir den jetzt kurz darüber. Die andere und berechtigte Frage wäre, kann man das auf einen Beschubkarre fahren? Klar, ist natürlich aufwendig und wenn ich mir überlege, wir haben eine 2000 Liter Schaufel, da ist es dann so dann halt doch geschickter. So, das Gewicht noch kurz weg. Oder da. Ich denke, den könnte man. Ne, der geht nicht um das Dach, das habe ich ausprobiert. Da. Mal einen Spieß weg. Ja, die Schafe haben wir ja voll versorgt. Das letzte Mal schon. Komm ich da oben ran? Ja, wir hätten auch einfach das Regal runterlassen können. Sodala. Also.
Ich bin noch am überlegen, ob ich nicht doch wieder manuelles Ankuppeln draufnehmen will. Ah, es hat ein bisschen ja manchmal auch Problemchen gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben muss, aber ich glaube eher weniger. So. Oh. Gut, dass wir das Gewicht haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Gut, wir kriegen schon fast ein größeres Gewicht. Ja, wir müssen uns ein größeres Gewicht kaufen. Ein schwereres. So, dann nehmen wir den Getreideschrot komplett rein. Oder sagen wir es mal so. Erstmal halt zwei Schaufeln. Dann holen wir zwei Schaufeln Kartoffeln. Vorwärts. So. Da darf nicht mehr rein. Okay. Dann gehe ich auch mal davon aus, es gehen nur 2000 Liter Kartoffeln rein. Da muss ich mir sagen, hätte ich vielleicht auch nochmal vorher gucken können. Es gibt bestimmt in dem Pack, wobei der Karte dabei ist, bestimmt eine PDF dabei. Wie, wo, war's? Aber habe ich nicht geguckt. Tut mir leid. Huch. Mit Animation, Hammer. Okay, das ist geil. Es ist wieder so typisch Andi. Man kann es nicht anders sagen, ne? Jeder, der die Hofbergmann kennt, weiß es einfach. Es ist einfach so typisch Andi. Typisch Andi. Wer kennt die Serie noch? Ja, ich versuche jetzt, die Montagsfolge ist jetzt draußen. Das ist die Dienstagsfolge. Ich guck mal, wie viel ich die Woche hinkriege. Aber, gehe davon aus, jeden Tag so zwischen 16 und 18 Uhr werden die Folgen online sein. Könnt ihr sie euch zu Gemüte ziehen. Und ich sag auch nochmal, okay, da geht mehr rein. Dann schalten wir die auch gleich mal an. Läuft das gute Ding schon mal. Und ich sage auch noch vielen Dank an den Tipp wegen dem Anhänger. Ich werde es mit einem niedrigeren versuchen. Ich habe auch schon einen im Auge. Und da werden wir das einfach mal testen. Wir werden den gleichen Reisch nochmal kaufen, nur in der kleineren Version. War jetzt so mein Gedankengang dahinter. Ui. Leicht verschätzt. Wie fülle ich mein Lager in Sekunden, dass es gleich bleibt? Jetzt. Hätte ich... Leitenpech und Pannen heute wieder ohne Ende. So, ich denke mal, so zwei Schaufeln Kartoffeln werden erstmal reichen.
haben wir erstmal eine gute Grundlage. Und dann werden wir Schweinchen holen, beziehungsweise vielleicht lasse ich sie auch sogar liefern dieses Mal. Mal gucken. Ja, wir haben noch so viel zu tun. Da zahlen wir halt dann die Gebühr, aber dann bringt sie der Viehhändler unseres Vertrauens halt vorbei. Das ist ja auch nicht so schlimm. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten natürlich den Helfer runterschicken. Ist das Ding jetzt echt schon voll? Güterferien, Kartoffeln. Wie verarbeitet denn das Ding? Das Ding hat ja richtig Durchlauf. Okay, wir holen noch eine Schaufel. Da reicht das Getreideschrot ja ewig. Da können wir ja sogar noch vielleicht dann mal irgendwas verkaufen. Dann fahren wir noch eine Schaufel rein. So, wenn ich mir jetzt überlege, in der Zeit, wo wir jetzt gerade mal umgefüllt haben, ne? Ich gehe mal noch davon aus, das wird der Andi noch runtersetzen, den Produktionszyklus, weil, also, das ist ja krass. Das ist schon richtig, richtig krass. Ich habe damit jetzt gerechnet, es geht eine ganze Weile, aber damit habe ich ja echt nicht gerechnet. Zurück. So. Ruf die Tür. In das Ding. Wow. Schon krass. Ordentliche Verarbeitungswelt, ne? Gut. Dieses Mal muss ich aber vorsichtig sein, sonst fahre ich wieder alles in Schutt und Asche. Übertrieben gesagt. Beziehungsweise, wir wollen ja auch Äpfel, ne? Wollen die kein Dünken? Gehört mir. Ah, nee, okay, die Wack. Ach ja, das sind ja statische Äpfel, jetzt okay. Wieso konnte ich das beim Durchfahren? Upala. Okay, dann mache ich es einfach wieder. Wie davor. Schieferturm von Pisa. So. Ehrlich bin nämlich. Einfach hier nur zu nah dran rangefahren. Bei den anderen Feldern. Was heißt Felder? Kann man die auch. Okay. Ah, man hört es rieseln.
Okay. Ach, die muss man einfach nur nach unten kippen. Okay. Das ist voll. Das ist auch ganz voll. Ups. Hat jetzt keiner gesehen, ne? Gut, dann kommen wir hier gleich. Gut, was machen wir denn hier? Hier hätte ich gern Zwiebeln. Und dann gleich dies. Gut. Perfekt. Überall mal ein Gießkännchen rein. Reicht ja erstmal. Da haben wir auch Wasser. Hier brauchen wir noch Wasser. So. Dann lag es wahrscheinlich einfach dran, weil ich die Öffnung nach vorne hatte. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So. Denk mal, hier wird man bestimmt viel mehr Wasser brauchen. Gut, dann machen wir hier Gurken. Da machen wir Tomaten. Hier hätte ich gern Blumenkohl. So, dann haben wir Zwiebeln. Gurken noch. Läuft. Gut, dann müssen wir jetzt noch hier noch ein bisschen Dünger verteilen. Also da ist voll. Okay, wir haben jetzt noch zwei Säcke, oder? Einen. Okay, der eine geht noch in das hintere Feld. Das heißt, die Äpfel wachsen einfach komplett normal. So, Gießkanne mitnehmen. Aber jetzt ehrlich gesagt frage ich mich auch, ob wir das Wasserfass komplett nehmen könnten, ne? Wäre jetzt schon eine berechtigte Frage, ob man da nicht einfach auch den Wassercontainer nehmen könnte. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, ne? Braucht ihr Wasser? Ah, Wasser brauchen die Bäumchen. Okay. Hätte mich ehrlich gesagt jetzt auch sehr gewundert. So, da la. Hier haben wir auch Wasser. Na gut, jetzt sind halt hier, ist jetzt hier zweimal Wasser. Also überall ist jetzt Wasser dran. Sehe ich das richtig? Tomatengüterfeld. Nur noch die Tomaten, okay. Nur noch die Tomaten da hinten brauchen Wasser. Und dann fülle ich den Rest mal so nach der Aufnahme auf. Ich finde, der Schrebergarten ist eine coole Idee. Muss man schon sagen. So, und schon sind sie auch schön grün. Gut. So, jetzt müssen wir nur noch einmal die Bäumchen. Wie? Die Bäumchen. Ja. Und dann holen wir unsere Schweinchen. Ach, das zählt allgemein. Okay. Dann lasse ich die jetzt gleich volllaufen. Sehr gut. Wir schwingen uns in den Fan. Mal die Tür zu. Wählen das Frontgewicht mal hier kurz ab. Na gut, 750 Kilo sind halt auch echt nicht die Welt, ne?
Nee, Büro muss man es ja machen. Leitung gesteckt. Ja, genau. Perfekt. Dann gehen wir jetzt. Das können wir aber ausmachen. Ab zum Viehhändler. Und holen unsere Schweine. Also Schaufel tue ich nach oben. Sandalefunzel an. Sehr schön. Und ab zum Viehhändler. Genau, wir haben ja. Ja, dann nehmen wir genau 12 Schweine mit. Wenn 12 reinpassen, ist gerade gut. Wir haben unsere ersten 12 und da arbeiten wir dann auch noch rein mit der mit Reproduktion. Dann wird es nicht zu viel. Dann müssen wir nur noch die Kartoffeln holen. Einholen, ja. Mal gucken, wann es dunkel wird. Also es wird ja später dunkel. Wir haben ja noch Sommer, aber trotzdem. Zu ernten haben wir ja nichts. Müssen wir noch Stroh holen. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das per Timelapse mache. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ja oder nö. Oder ob wir es splitten sollen. Wenn, ansonsten würde ich halt in der Folge ein bisschen was einholen und den Rest einfach nach der Aufnahme. Weil das geht ja auch ganz gut. Nur dass es einfach nicht zu eintönig in der in den Folgen wird, dass auch ein bisschen mehr Abwechslung da ist oder allgemein Abwechslung da ist. Weil wie gesagt, ich gehe ja auch immer von dem aus, was finde ich gut, wie gucke ich gern Videos an und da denke ich mal, es ist dann eine gute Mischung oder Alternative. Das war knapp. Stimmt, da wollte ich noch gucken, ob ich den nicht einstreuen kann. Das wollte ich noch wissen. So, einmal drehen. Und auf das Tor. So, wir wollten Schweine. Und zwar... ich würde mal sagen, wir nehmen 8 Sauen mit und 4 Läufer. Ach, da gehen 13 rein, okay. Und dann machen wir 5. Sehr gut. So mit dem Ding. Nein, ich wollte nicht X drücken, ich wollte C drücken, ich wollte oben reingucken. Wer sind die Schweine? Sehr schön. Huch. Bin ich gerade erschrocken. Was steht denn der auch einfach da rum? Tja. Dann bringen wir jetzt noch die Schweinchen zum Hof. Ja, und dann können wir sie auch schon anfangen mit versorgen. Dann müssen wir doch auch nochmal auf den Ballenspieß wechseln. Ich habe jetzt noch die Idee, ob man nicht vielleicht so einen kleinen Futtermischanhänger holen würden. Zum Schauen. Nicht zum Schauen. Zum Einstreuen. Wäre jetzt noch vielleicht eine Idee. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das so machen oder nicht, ne? So, von rechts kann nichts kommen, das weiß ich, weil da geht es ja noch zum Händler rein. Ich vergesse den Weg aber trotzdem grundsätzlich. Genau, und dann werden wir natürlich, wenn wir Stroh eingeholt haben, beziehungsweise wir werden einfach mit dem Ladewagen direkt einstreuen, wenn das geht, wenn der Strohtrigger nicht innen drin ist. Also wenn es ist wie im 19er, dann können wir von außen her einstreuen, wenn ich noch richtig dran bin. Aber ausmischen müssen wir dann durch die kleine Tür. Und zwar auch wieder halt mit dem, mit der Schubkarte. Also das ist ja gerade das Coole an der Sache. Ne? Ich hätte auch schon Ideen, was wir später machen könnten.
um das Baugrundstück vielleicht mal zu kaufen. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt. Wir brauchen noch so viele Geräte. Das ist noch sehr, sehr weite Zukunft, muss ich sagen. So, der Lang. Und rückwärts. Und auf das Ding. Da. Raus mit euch. In den Stall. In den Stall. Nein, alle bitte. In den Stall. Sehr schön. In den Stall. Gut. Gut, dann haben wir die 13 mal da drin. Die wilde 13. So. Da noch kurz zumachen. Auch eine sehr schöne Animation, ne? Gut. Da auch. Den mitnehmen. Hier gibt es nämlich noch gleich was zum Futtern. Und dann schmeiße ich danach noch Stroh rein. Well. Beziehungsweise ich denke mal, das Stroh machen wir dann direkt in der nächsten Folge einfach rein. Und dann passt das ja auch. So. Sehr schön. Perfekt. Ja, ich finde die Animation einfach von der Schubkarre auch cool, ne? So, wie sieht's denn bei euch aus? Das ist jetzt vermutlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Basisfutter. Gut, wir kommen auf jeden Fall auf... Ja, Basisfutter kriegen wir auf jeden Fall erstmal rein. Dann brauchen wir noch Getreide. Gut, wir haben ja noch, ne? Hier Weizen haben wir ja noch. Ich wüsste nur nicht, was wir sonst noch nehmen könnten, außer der Schubkarre zum Reinfahren, ne? Und Kartoffeln haben wir ja auch noch so, also von dem her denke ich mal, sind wir da gar nicht mal so schlecht dran. So. Sehr schön. Ja, nee, Basisfutter gibt ja 100%. Nee, dann ist ja erstmal egal. Also die ersten 500 Liter sind drin. Dann holen wir noch einen Strohballen, den lagere ich auch gleich aus. Und dann sind die erstmal vorversorgt. Ja, sehr gut. Also Strohballen. Einen bitte auslagern. Gut, den lasse ich jetzt kurz hier stehen. Oder? Ne, den müssen wir kurz wegfahren. Das ist sonst dämlich. Vorwärts ist besser wie rückwärts. So, den stellen wir kurz hier hin. Perfekt. Und dann einmal das Ganze hier runter. Weil wir tauschen jetzt ja auf den Ballenspieß. So, Schaufel einmal kurz dahin. Beziehungsweise wir können ja auch später mit der Schaufel einfach füttern. Dann ist es ja gleich zweimal nicht so schlimm. So, Ballenspiel. Okay, jetzt. Oh, rückwärts und vorwärts. So rum. Einfach mal ganz gekonnt gegen die Wand fahren. Ist natürlich nicht sehr vorteilhaft. Wir müssen auch bald tanken. Der ist auch schon... Ja. Nur noch halb voll. Sodala. Du bist das Objekt der Begierde. Einmal bitte mitkommen. Ich hoffe jetzt nur, ich lagere den nicht ein, wenn ich jetzt hier wieder rückwärts vorbeifahre. Das wäre
leicht ärgerlich. Nein, einmal frei. Das sind 5000 Ritterballen sogar, okay. Es ist nur die Frage. Das ist jetzt so, wie ich denke. Weil wenn ja, muss ich da kurz die Tür aufmachen. Ja, Stroh geht voll. Sehr gut. Okay. Sieht man schon was? Okay. Ah, jetzt okay. Also können wir eigentlich gleich einen zweiten Ballen reintun. Einwandfrei. Weiß ich das auch? So. Dann würde ich sagen, dann war es das auch erstmal von der Folge. Ich fahre jetzt mal den nächsten Ball noch kurz rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Denkt an das Jahresziel und an das Giveaway. Und ja. Ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Vicky. Tschüss.